Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Diesmal sind wieder die Giga-Mercenaries an. Das heißt, dicke Sens gibt es auf jeden Fall. So, jetzt die Frage, was spiele ich? Klassisch die Burg. Fiesta. Fiesta ist blöd, weil wenn ich jetzt die Giga-Mercenaries nicht schaffe, die sind ordentlich viel Geld wert, ne? Champion Burg. Welcome to Nova. Ich habe sogar eine Aufgabe, ihn zu bauen, also nehme ich den auf jeden Fall mit. APS will ich jetzt nicht unbedingt. Masken sind nicht schlecht, die nehme ich mit. Und Arkan habe ich schon. Ich nehme den Torwächter noch mit. Dann wir schon mal so ein bisschen splitten für den Anfang. Gar nicht schlecht. Da bin ich schon für die ersten Wellen versorgt. Eine Champion-Priesterin des Abgrunds. Okay. Ja, wie ich schon in den letzten paar Videos erzählt habe, ist Healing hier extrem stark mittlerweile. Gerade die Wüstenpilger, die Seedrachen. Alles relativ stark geworden, was Healing angeht. Deswegen ist gerade auch, wenn du so ein Giant Green Devil Build baust oder sowas, ist der halt übelst gut. Aber Tanks sind auf jeden Fall am Start, das ist sehr schön. Okay, die waren schnell weg. Ja, die kann sich dann ordentlich hochheilen mit Mega Tech Speed. Da muss man aufpassen. Also, ich werde erstmal den König aufwerten, weil bei den Giga-Mercenaries macht das dann halt kaum einer. Verstehe ich auch. Man will halt dicke Teile schicken und mehr nicht. Riesenschnecken wären krass gewesen. Riesenschnecken wären echt krass gewesen. Weil hast du Riesenschnecken noch mal riesig. Das wäre krass, wenn das mal kommt. Einfach gigantische Riesenschnecken. Das wäre echt cool. Vielleicht habe ich ja dann im nächsten Rundenglück oder so, dass ich das noch kriege, wenn Giga Mercenaries an ist mit den Riesenschnecken. Jetzt muss ich gerade so ein bisschen überlegen, weil der Magier bringt mir rein theoretisch für den Torwächter was und ich weiß gar nicht, ob der Mana hat, der verbesserte, der Wächter des Meeres. Ich glaube nicht. Dann macht an sich nur Kampfnarben Sinn. Oder man hat Darlehen und nimmt dann vier Worker noch mal mit. Kann man prinzipiell auch machen, aber ich glaube, ich mache Kampfnarben. Ich glaube, ich mache Kampfnarben. Okay, der ist durch. Wie sieht es bei meinem Kontrahenten aus? Hat den Bass hingebaut und die Drohne und dabei immer noch seine
Priesterin. Ja, ich werde dann hier den Groll hinstellen, werde ihn verbessern, damit seine Aura dann rumrum geht, also diese Magie-Resistenz-Aura. Dahinter dann den Schattentänzer. Sollte ganz gut funktionieren. Ah, kriege ich jetzt nicht noch ein Upgrade zusammen. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall einen magischen Schaden für die Bienen und dann muss man gegen ihn halt anderen Schaden haben. Aus blockt auf jeden Fall ab. Du bist die Welle zu schwach. Aber vielleicht will ich die Robokanonen mitschicken, um die Bienen kalt zu machen. Das ist gar nicht schlecht. Hab hier verkackt. Da wird eine Strecke einbauen, oder? Ja. Machen wir es mal so. Ganz gut dagegen. King aufwärt. Vierer Schnecke. Wie viel Leben hat die? 960. Okay, das ist schon nicht schlecht, ne? Mehr Leben als dieser Steinhauer. Hab ich auch eine Kanone geschickt. Ja, wird er wahrscheinlich blocken. Da haben zu wenig Steinhauer überlebt. Okay. Also die Frontline kackt aber sehr schnell ab. In der nächsten Welle durch den magischen Schaden. Das heißt, wenn ich jetzt Stich mitschicke oder Aufprall, dann komme ich dagegen auch gut an. Okay, den kann ich jetzt nicht verbessern. Das heißt, ich verbessere ihn. Für eine Maske würde ich noch eine Piepe brauchen. Dann machen wir es einfach so. Sieht ganz gut aus. Hau ich noch die Echse mit rein. Dann gucken wir mal. Mit Wüstenpilger. Ja, hier ist halt extrem strong, ne? Gerade Wüstenpilger und diese Seepferdchen sind sicherlich nicht schlecht, weil die Seepferdchen heilen ordentlich. Dafür müssen sie Leben aufgeben und der Wüstenpilger halt die dann halt einfach wieder hoch. Sehr schön. So wollte ich das sehen. So, ich habe gut abgewehrt. Das hier schicke ich jetzt Schnecken rein. Kann eigentlich noch Blocker holen. Soll ich eine Maske verbessern? Oder zwei? Dicke Schnecke. Dicker Robo. Also eine Verbesserung kriege ich noch rein. Fünfer Schnecke, 1200 Leben. Ich habe mir den Dino geschickt. Aber schon ordentlich hochgeheilt die Vögel. Zwei Wüstenpilger. Komme ich durch? Ja. Sehr schön. Sehr schön. So,
heißt, jetzt schicken wir wieder Robos rein. Ich hab schon ordentlich Worker angesammelt hier. So, ich pack den Brawler schon mal hin. Den werde ich gut gebrauchen können. Ihn noch dazu. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. 3 Robo geht raus. 75 Damage ist schon nicht schlecht. Gerade gegen diese Kleinviecher. Oh, er greift diesen dicken Wüstenpilger an, den Chief. So war das natürlich nicht geplant. Er wird wahrscheinlich vorne noch was Dickes hinstellen. Wenn er jetzt schon so einen verbessert hat, macht er keinen Sinn. Wer macht die größer? Das geht natürlich auch. Die riesengroß machen. Könnte es auch gerade so nur abwehren. So, den werde ich hier auf. Jetzt mache ich hier drüben noch ein bisschen was. Ah, noch eine Maske will ich eigentlich nicht hinstellen. 4 reichen. Oh, ich mache noch eine zweite Reihe auf. Nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. Ah, ich werde jetzt noch einmal den King aufwerten. Der muss ja auch ein bisschen Leistung bringen. War für den Anfang nicht schlecht, aber später ist es wichtig. Sieht hier drüben aus. Ja, der wird auch nicht vergiftet durch die Drohnen. Das ist eine gute Verteilung. Sehr schön. Oh, bei mir wird's knapp. Es reicht gerade so nicht. Scheiße. Sieht aus wie ein Zweierdrache, na. Ich krieg nicht angewählt. Nee, ist einer. Okay. Damit kann ich leben. So, dann nehmen wir die Kampfnarben. Der wird hier verbessert. 250. Ich glaube, ich werde hier einfach noch einen hinpacken. Bin ich besser aufgestellt mit mehr Workern. Und dann rolle ich nächste Runde mal. Dann kriege ich noch zusammen. Okay, den dicken Mudman könnte ich reinnehmen. Zwergenbanker. Aufprallschaden habe ich ganz gut. Stichschaden habe ich auch genug. Also ihn brauche ich dann nicht mehr. Und vielleicht die Banker. Oder ein Golem noch, ne? Alternativ. Ich nehme die Banker. Die Banker mit. Ja, die hat natürlich durchgehalten. Aber das können wir ja noch ändern. So, zack, du kommst hier hin. Die haben aber ganz schön aufgeholt, was die Worker angeht. Der eine hat mich sogar schon überholt.
Dabei achte ich gerade so gut es geht darauf, dass ich die Worker gut hinpacke. So, jawohl, da kam noch mit raus. Okay, so langsam macht es kaum noch Sinn, irgendwie magischen Schaden mitzuschicken für die Drohnen. Macht es eher Sinn, so Aufprall-Stichschaden zu schicken. Ah, da heilt sich! Nein! Ah! So wollte ich das sehen. So, dann wird der ja verbessert und fertig. Mission abgeschlossen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kriegen mehr Leben, mehr Angriffstempo. Gerade wenn es auf ihn ist, ist es ja übel strong. Die anderen sind unwichtig. So eine gute Mischung. 320 hat er mir geschickt. Oh. Auren sogar. Das sieht nicht ganz so gut aus. Das schaffe ich nicht. Scheiße. Schön strong. Dann machen wir das einfach genauso. Schicke ich auch einfach mal mit rein. Auf jeden Fall den aufzuwerten für die nächste Runden ist nicht schlecht. Das mache ich auf jeden Fall. Tankin ist auf jeden Fall. Und den noch mit dazu. ...80 kriege ich noch mit rein. Dann müssen es auch zwei Echsen sein. Der legt jetzt ordentlich los. Diese dicken Heiler sind ganz schön nervig. Also jetzt heilen sie ja nicht mehr, aber trotzdem mega fett. Das blockt doch nicht. Da hat er keine Chance. Zicke ich einfach Turtles rein, um den magischen Schaden abzuwehren. Also eine große Turtle wird das ja sein. So, magischer Schaden habe ich leider nicht so viel. Das heißt, ich muss hier etwas aufrüsten. Noch eine Maske aufwerten. Die muss ich auf jeden Fall mal auf Stufe 3 bringen. Das ist wichtig.
Holy shit, sind die groß! Alter, wie viele Worker hast du? Orange schickt auf mich. 160 unterm Wert, aber. Er hat ja übelst viele Worker. Okay, das ist ein dicker Drache. Er hat abgewehrt. Ich brauche Aufprall Magieschaden. Die nächste Welle kann er nicht so viel machen. Nächste Welle ist er kacke. Nächste Welle ist auf jeden Fall scheiße. Hat natürlich Stichschaden, aber die können wir wahrscheinlich relativ simpel wegmachen. Zwei Drachen mit rein. Hat nur 420 geschickt. Das ist ein Riesengerät. 15.000 Leben. Nee, es schafft er. Oder es wird knapp. Ja, der Drache greift natürlich den Einzelnen an. Gerade so. Gerade so. Sogar noch Shutdown Geld gekriegt. So gefällt mir das. So, jetzt werden wir hier ein bisschen aufrüsten. So. Sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr schön aus. Ich habe jetzt geschickt 4 Drachen und einen Dino. 6er Drachen, ein 7er Drachen. 1120. Wie schicke ich denn 920? Ja, der muss wesentlich mehr Worker haben als ich. Oder hat mir darauf geachtet, dass die früher kommen. Vielleicht hat er auch Darlehen genommen für extra Worker. Kann auch sein. Ah, die Kanonenschützin ist auch gigantisch. Das ist eine 8er. Eine 8er Kanonenschützin. Oh, die 100 habe ich schon mal überschritten. Das ist sehr gut. So, da ich magischen Schaden immer noch nur die habe, muss ich da leider noch mehr aufrüsten. Ich mache es einfach so, 12 Worker reinknallen noch. Das Maximale. Immer noch Worker
produziert. Dreier Zentaur. Ja, hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich da schwach bin bei Magie Waves. Die Schattentänzer holen zwar ihre Klone mit Magieschaden, aber das reicht halt bei weitem nicht. Das wird nix. Kommen die dicken Tanks rein. Jetzt kann ich noch mehr Schattentänzer bauen. Und aufwerten, das ist sehr gut. Kann ich da mal so einen Ram-Typen hinsetzen. Ja, die Masken habe ich auch noch nicht aufgewertet. So, nein, wir holen keine Worker mehr. Wir holen keine Worker mehr. Jetzt wird gesammelt. Mega Hamburg. Ja, das bringt kaum was. Ich habe kaum Fernkämpfer. Außer die Masken. Das halte ich. 31.250. Ah, regeneriert 2.000. Verrückt. Das ist die riesige Azeria, oder? Azeria, genau. Ich richte in Erinnerung den Namen. 17 Upgrade Hits. Das ist krass. So, haben wir noch ein paar Goldwerfer geholt. Hab ich extra gerollt. Noch nie hingesetzt. Ich muss irgendwie Ultra-Feldschaden machen. Die schicken immer noch. Auf 1940, so viel habe ich noch nicht mal zusammengekriegt. Hat er 200 Worker oder was? Alter, der hat 15.000 Leben. Das gab gut Geld. Ja, nach der Drache. Verkackt. Der hatte gerade eben hat er noch 17 gehabt. Ich werde einfach hier noch ein bisschen. Bisschen upgraden. Die rechte Seite. 1600 im Plus, sehr gut. Das sollte ich lange überleben.
Die schicken immer noch. Ah, die ganzen Chieftains, das gibt's nicht. 34 hat 57.000 Leben. Ich muss auf jeden Fall, ist scheißegal, Arkane Verteidigung hin oder her, ich werde einfach einen 8er Voreis schicken. Einen 8er Voreis werde ich schicken. Um die down zu knüppeln. Ich krieg die sonst nicht weg. So, jetzt Auren. Und da der fast nur Magieschaden hat, ist natürlich ein Kraken eine gute Variante. Ich bin immer noch drüber über den Wert. Ich will noch eine Maske hin. Ja, ich kriege einen Kraken, kriege ich nicht zusammen. Dann gehen wir mit Kanonenschützen noch mit. Das ist ein 5er Kraken, ey. Junge, Junge, Junge. Mit 3000 geschickt. Und ich habe 4580. Alter. 35, die hatten 60.000 Leben. Aber der dicke Voreis macht die ganz schön platt. Macht 2000 Schaden mittlerweile pro Schuss. Ja, das war eine gute Variante. Ah, der Kraken lebt immer noch voll. Hohohoho. Ich glaube. Okay, die sind näher dran. Die sind eher dran. Ja! Aber da muss man sich ganz schön überlegen, bei so einem dicken Ding, wie man da gegen ankommt, nicht wahr? Krass. Übler Shit. Lass mich mal sehen. Er hat 182 Arbeiter gehabt. Oder nee, er hat auf mich geschickt. Ich habe auf ihn geschickt. Ich habe auf Lila geschickt und er hat auf mich geschickt mit seinen 200 Workern. Holy shit. Aber ich habe so gut geblockt am Ende und die weggemacht. Krass, krass, krass. Na? Das war's erstmal heute mit Legion. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr Legion-Videos sehen wollt. Macht auf jeden Fall Spaß, Giga Mercenaries. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.